Oh, es blieb Geld übrig. So hat alles angefangen. Außerdem brauchte ich unbedingt eine vernünftige Rente und wollte für meine Rente ein bisschen was zurücklegen. Und dann habe ich angefangen, mich richtig intensiv zu beschäftigen. Und dann habe ich tatsächlich von Anfang an den Index geschlagen. Das war klasse. Ich wollte einen Nachweis. Es hilft ja nichts, dass alle Blogger behaupten, oh, meine Strategie ist ganz toll. Ich wollte einen Nachweis für meine Performance. Und das war eigentlich alles, weshalb ich zu Wikifolio mal gegangen bin. Dass das so erfolgreich wird, ja, das wusste ich zu Anfang denn auch noch nicht. Ich glaube, es ist sehr verständlich, es läuft sehr gleichmäßig nach oben. Es hat sehr viele Werte, die man wirklich gut verstehen kann. Auch viele Menschen können gut nachvollziehen, warum Apple so toll ist und Mastercard so toll ist. Leicht durchzuschauen. Es müsste nicht jeder Aktionär sein, aber wenn wir für die Rente vorsorgen müssen, dann ist die Performance da einfach mal besser als in anderen Bereichen. Aktien leben davon, dass sie im Grunde sind sie eine Wette auf den menschlichen Geist und darauf, dass er immer und immer wieder was Schönes, Neues erfindet. Ui! Ich bin ungemein smart und mache jede Menge Fehler, würde ich sagen. Das ist das Spannende, aus Fehlern zu lernen. Zu lernen, darum ist das und das schiefgelaufen. Ich glaube, das kann ich relativ gut und deshalb habe ich dann am Ende doch eine ziemlich gute Performance. Apple. Weder noch. Du musst dich für eines entscheiden. Fundamentale Analyse. Large Cap. Ja. Einzelaktien, unbedingt. Star Trek. Strauß. Und. Bulle.